Mit dem ID.5 hat jetzt auch Volkswagen eine Coupé-Variante seines Elektro-SUV auf dem Markt. Die insgesamt dritte im Konzern übrigens, neben Skoda Enyaq Coupé und Audi Q4 Sportback. Vorweg ein Techniksteckbrief. Ist das nicht eine Wahnsinnsaussicht? Ja, gefällt mir sehr gut, könnte ich jeden Tag haben. Einige von euch werden es sicherlich schon kennen aus dem Fernsehen, denn hier wurde unter anderem der Bergdoktor gedreht. Ja, in Tirol sind wir und zwar mit dem neuen ID.5. Den werden einige von euch noch nicht gesehen haben. Nun endlich ein E-SUV-Coupé von Volkswagen und zwar das allererste. Den werden wir auch gleich fahren. Vorher aber erstmal ein kleiner Rundgang. Das Äußere des ID.5 überrascht gar nicht mal so sehr, denn er ist sehr, sehr nah angelehnt an den ID.4. Von vorne zum Beispiel sieht er genauso aus. Er hat auch dieselben Scheinwerfer. Optional gibt es IQ-Light. Die hat übrigens das GTX-Modell schon mal serienmäßig. Optional gibt es auch 21 Zöller. Die sehen nämlich richtig groß aus. Er kommt serienmäßig mit 19 Zoll, der GTX mit 20 Zoll. Wir haben hier das Pro-Performance-Modell und dann diese typische Silhouette, die wir vom ID.4 bereits kennen. Aber ab der B-Säule, da ändert sich das Ganze. Da haben wir nämlich eine stark abfallende Dachlinie. Klar, es ist ein SUV-Coupé. Total stylisch und angesagt. Und das Ganze mündet dann hinten in diesem ja, schönen Heckspoiler. Und wer jetzt glaubt, dass diese abfallende Dachlinie unkomfortabel ist oder Platz im Innenraum wegklaut, ja, der liegt falsch, denn ich bin 1,90 Meter groß und die Sitzprobe im Fond zeigt, dass wirklich richtig viel Platz ist. Ich bin begeistert. Sowohl oben als auch vorne, vor allem vorne, die Beinfreiheit ist einfach nur sensationell. Und auch hier mit dem IQ-Light gibt es diese LED-Rückleuchten im 3D-Design. Und daran ist er zu erkennen und natürlich auch die durchgehende LED-Lichtleiste am Heck. Zu guter Letzt noch der Kofferraum. Der fällt mit 560 bis 1560 Liter ziemlich groß aus. Und da passen einige von diesen schönen Taschen hier rein. Und jetzt drehen wir eine Runde, wie versprochen. Der ID.5 Pro Performance, in dem sitzen wir mit 204 PS und 310 Newtonmeter. Er hat nur Heckantrieb und einen 77 Kilowattstunden Akku. Es gibt noch eine Version, die ist ein bisschen schwächer mit 174 PS. Das hier ist so das Zwischenmodell und kostet auch nicht viel mehr als das Basismodell. Also der Griff zum 204 PS Modell ist durchaus gerechtfertigt. Wenn wir hier drin sitzen und uns mal so umschauen, weil wir sind ja noch gar nicht aufs Cockpit eingegangen, dann könnte man fast meinen, dass man in einem ID.4 sitzt. Und das ist aber nicht negativ gemeint, denn wir haben viel Platz. Davon profitieren natürlich alle Insassen. Für ein schickes, wenn auch kunststoffreiches Ambiente sorgt ein lederähnlicher Bezug auf Armaturenträger und an Türverkleidung. Kontrastnähte, Klavierlack und Aludekore peppen das Cockpit auf. Neben dem kleinen 5,3 Zoll Digitalcockpit thront in der Mitte das große 12 Zoll Touchscreen für Tiefergehendes. Haptische Tasten werden von Touch- und Slide-Elementen abgelöst. Dies kennt man schon spätestens seit dem ID.3. Die hier gezeigten optionalen Sportsitze sind nicht nur bequem, sondern auch etwas stylischer als die Seriensitze mit separater Kopfstütze. Wichtig, dank neuer Software funktioniert das MEB3 Infotainment flüssig und lädt deutlich schneller als noch ältere Versionen in ID.3 und ID.4. Dazu bietet es nun Features wie die online gestützte E-Routenplanung mit möglichst effizienten Ladestops. Das Raumangebot fällt übrigens ähnlich fürstlich aus wie beim ID.4, bis auf 12 mm weniger Kopffreiheit. Ja, und das Schöne ist, der ID.5 ist quasi ein ID.4 mit hübscher Dachlinie als E-SUV-Coupé. Etwas sportiver, ohne dass man auf Komfort und Platz verzichten muss. Wie sieht's aber mit dem Laden eigentlich aus? Da empfiehlt es sich, wenn man die Navigation anhat, dass man Ladestops einrichtet, denn dann wird die Batterie vorkonditioniert. Das bedeutet, sie bekommt eben ihre Wohlfühltemperatur und dann haben wir auch die maximale Ladeleistung. Und auch das schauen wir uns jetzt mal an.
bis zu 500 Kilometer Reichweite mit dem 77 Kilowattstunden Akku verspricht Volkswagen nach WLTP. Nicht schlecht für so ein großes E-SUV-Coupé. Nichtsdestotrotz muss man einfach irgendwann laden. Das geht zu Hause mit 11 kW zum Beispiel an der Wallbox mit diesem Stecker hier. Einfach reinstecken, zack. Oder noch besser mit Gleichstrom, also schnelles Laden mit bis zu 135 kW. Da sagt Volkswagen, ist der ID.5 mit dem 77 Kilowattstunden Akku von 5% auf 80% in 30 Minuten wieder aufgeladen. Das ist aber noch nicht alles. Der Wagen beherrscht bidirektionales Laden, kann also als Stromspeicher genutzt werden und Plug and Charge. Das bedeutet, ich kann meine ganzen Zahlinformationen im Auto hinterlegen. Ich brauche nur noch anstöpseln an die Ladesäule, Auto und Ladesäule kommunizieren. Und dann kann ich auch schon gehen. Also die Zeiten, dass ich hier groß auswählen muss, wie ich bezahlen möchte, via App oder Karte dranhalten, wie auch immer, die sind damit passé. Heute sind wir ein bisschen später dran. Es wird schnell dunkel in den Bergen, macht aber nichts, denn wir fühlen uns wohl im ID.5. Pro Performance mit 204 PS und 310 Newtonmeter und einem Einganggetriebe. Das macht auf jeden Fall Laune und ist genug für die allermeisten Situationen. Auch wenn man sagen muss, dass der ID.5 nicht leicht ist. Mit über 2 Tonnen hat er schon einiges zu bewegen. Er ist nicht nur sportlich und sieht auch so aus, dank der abfallenden Dachlinien. Nein, er ist auch komfortabel, also für den Alltag bestens geeignet. Denn ich habe hier an Bord ein DCC-Fahrwerk und kann das via Fahrprofilauswahl mehrfach verstellen. Über Komfort hinaus sogar. Dann ist er wirklich sehr sanft, dämpfend und fährt sich wirklich ausgewogen. Die Lenkung bietet recht viel Gefühl für so ein großes, schweres Auto. Und was übrigens auch noch gut ist am ID.5, viele Elektroautos können ja keine Hänger ziehen, der hier kann das. Und zwar der Pro Performance mit 1200 Kilogramm, der GTX sogar bis zu 1400 Kilogramm. Und was seine Performance angeht, er heißt ja nicht umsonst Pro Performance, ja, 8 Sekunden, über 8 Sekunden vergehen auf Tempo 100. Das ist völlig ausreichend und die Straßenlage auch mit dem reinen Hecktriebler ist wirklich angenehm. Auch da fährt es sich recht neutral. Also wer glaubt, Heckantrieb, da bricht mir das Heck gleich aus. Nein, dem ist nicht so. Ich kann auch gut den Grenzbereich erfahren, in der Kurve Gas geben und das Heck bleibt recht spurtreu. Also man sieht auch gleich dann, wie das ESC eingreift. Also das Ganze ist total sicher, da braucht man keine Angst haben. Der GTX, den wir auch noch fahren werden, der hat ja Allrad und der bietet dann noch ein bisschen mehr Kurvenperformance, aber das werden wir gleich sehen. Der ID.5 hat ja die neueste ID-Software-Generation an Bord. Das bedeutet, er hat einige Neuerungen. Ich habe neue Anzeigen im Head-Up-Display. Ich habe zum Beispiel einen assistierten Spurwechsel, also Assistenzen werden ganz groß geschrieben beim ID.5. Ich habe einen Travel Assist mit Schwarmintelligenz. Ich kann das Auto zum Beispiel auch einparken lassen selbstständig. Der merkt sich vorgegebene Einparksituationen. Das werden wir auch gleich noch ausprobieren. Und vieles, vieles mehr. Stehen Schwarmdaten von Volkswagen-Konzernmodellen zur Verfügung, kann der Travel Assist auch auf Straßen mit nur einer Spurmarkierung unterstützen. Das ist allerdings nicht alles. Neu ist vor allem auch der teilautonome Spurwechselassistent. Ein kurzer Tipp auf den Blinker genügt und der Travel Assist beginnt den Spurwechsel. ID Cockpit und Head-Up-Display zeigen diesen Vorgang. Der Fahrer bleibt stets in der Verantwortung. Das funktioniert im Rahmen der Systemgrenzen mit Voraussetzung, dass das kapazitive Lenkrad die Hände des Fahrers erkennt. Das Fahrzeug beschleunigt nun auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit. Um zurück in die rechte Spur zu lenken, genügt ebenfalls ein kurzer Tipp auf den Blinker. Der Travel Assist unterstützt also auch beim Spurwechsel nach rechts. Wir haben auch einen neuen Parkassistenten Plus mit Memory-Funktion. Das heißt, er kann Parkvorgänge lernen und die dann selbst ausführen. Und das probieren wir jetzt mal. So, das ist jetzt mal unser Startpunkt hier auf dem Hof vor dem Hotel. Wir bleiben also stehen und fahren dann langsam los. Das bedeutet, das ist der Startpunkt. Das geht ganz automatisch. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Lücke hier an der Seite. Je langsamer man fährt, desto sauberer wird das dann auch abgespeichert, weil das wird quasi aufgezeichnet. Und wenn ich jetzt den Gurt ablege und von der
mit dem Fuß von der Bremse gehe, dann habe ich hier vorne dieses Display und dann kann ich den Parkvorgang speichern. So, Bewährungsprobe. Jetzt stehen wir hier. Jetzt hat er gefragt, ob wir jetzt parken möchten. Also den Parkvorgang, der abgespeichert worden ist. Dem können wir auch noch einen Namen geben. Bis zu 5 Parkvorgänge können abgespeichert werden. Dann drücke ich Start. Gehe mit dem Fuß von der Bremse. Es empfiehlt sich trotzdem, dabei zu bleiben. Muss aber nichts machen. Aber im Notfall ist es auf jeden Fall besser, wenn ich einschreiten kann. Ja, das ist natürlich ein Computer, der das Ganze jetzt errechnet. Und da kann natürlich auch immer mal was passieren. Also er kennt schon Gegenstände, große Autos, Säulen, klar. Aber wenn es um kleine geht, da sollte man dann schon bremsen. Aber bis hierhin, ja, macht er ganz gut. Auch schon ein bisschen gruselig irgendwie, dass das Auto alles von selbst macht. Hat ein Eigenleben hier. So, jetzt hat er eingeparkt. Lenkrad gerade. Fahrzeug wurde eingeparkt. Fertig. Und damit war's das. Also ich bin zufrieden. Hat er gut gemacht. Und das gucken wir uns jetzt nochmal von außen an. Zeit für mehr Sportlichkeit. Ein bisschen zumindest. Optisch grenzt sich das GTX-Modell nämlich nur wenig vom Pro ab. Leicht geänderte Schürzen und jeweils 3-Punkt-LED-Leuchten pro Seite sind ausschließlich dem Sportmodell vorbehalten. Sein Alleinstellungsmerkmal liegt vielmehr bei einer deutlich höheren Performance und seinem Allradantrieb. Doch dazu gleich mehr. Dieses Prestige lässt sich VW auch bezahlen, mit über 53.600 Euro. Dafür gibt's allerdings auch eine deutlich bessere Ausstattung. King's Red Metallic nennt sich die sportive Lackierung, die gut zu seinem Auftritt passt. Ein paar weitere Embleme und größere Serienräder machen den Unterschied zum Pro-Modell. Gleiches gilt für den Innenraum, der sich nur durch Details wie dem blauen Leder samt roter Nähte, GTX-Lenkradspange und Einstiegsleisten abgrenzt. Doch wie fährt er sich eigentlich? Eingerahmt von einer malerischen Landschaft. Ringsrum haben wir Berge, wir haben saftiges Grün und wir haben hier knalliges Rot. Und das passt eben auch sehr gut zum ID.5 GTX. Der ist das Topmodell der ID.5-Familie. Das GTX-Emblem am Heck, das kennen wir schon vom ID.4. Und daher hat er auch den Antrieb. Der leistet hier genauso 299 PS und in Summe über 460 Newtonmeter Drehmoment, was von 2 Elektromotoren kommt. Einer sitzt vorne, einer sitzt hinten. Das heißt, wir haben einen Dual-Motor-Allradantrieb und das ist auch das Alleinstellungsmerkmal des GTX. Damit ist er besonders traktionsstark. Die Beschleunigung ist vehement, vehementer als beim Pro-Performance-Modell und beim Basismodell. Das fällt sofort auf, denn er ist 2 Sekunden schneller von 0 auf 100 als das Pro-Performance-Modell. In 6,4 Sekunden liegt die 100 an. Und er darf auch, ja, weil es das Prestige-Modell ist, 20 km/h schneller fahren. Statt 160 stehen hier 180 maximal auf dem Tacho. Kurvenfahren macht im ID.5 GTX von allen dreien am meisten Spaß. Nicht nur, weil er am besten geht. Nein, dank des Allradantriebs liegt er wirklich sensationell. Und das ist auch ein Verdienst des Fahrdynamikmanagers, der hier drin ist. Der vernetzt nämlich so das Fahrwerk, den Allradantrieb, den Antrieb, alles miteinander und stimmt das schön aufeinander ab. Und dadurch haben wir echt ein ausgewogenes Fahrerlebnis. Total entspannt auf der einen Seite, aber nicht wischiwaschi, sondern straff auf der anderen Seite. Das heißt, der ID.5 GTX eignet sich auch hervorragend für die Langstrecke. Wenn ich hier nämlich mal in den Fahrmodus auf Komfort wechsle, mein Motorengeräusch haben wir sowieso nicht, das ist total ruhig hier. Und auch die Reichweite, auch die Effizienz, die ist nicht viel schlechter als bei den normalen, ich sag jetzt mal Brot- und Buttermodellen. Nein, keineswegs. Also er ist trotzdem effizient. Natürlich braucht er ein kleines bisschen mehr, aber Volkswagen sagt dennoch, dass man mit dem ID.5 GTX bei angemessener Fahrweise und hier auch sich das Segeln und das Rekuperieren zunutze macht, dass man damit gut 500 Kilometer weit kommen kann, im besten Fall. Sowas könnte ich wirklich immer anschauen. Berge, wohin das Auge nur sieht. Ja, das war's leider schon wieder. Wir genießen noch ein bisschen die Aussicht, sagen danke fürs Zuschauen. Alles zum Thema ID.5, auch zum Sportmodell GTX, gibt's in der neuen Ausgabe von Gute Fahrt. Da haben wir ein 24-seitiges Special zu allen Bereichen des Autos. Schaltet doch wieder ein. Ich würde mich freuen. Lasst ein Like da, kommentiert, wie auch immer. Euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.
You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.